So, da sind wir schon wieder bei der nächsten Aufgabe. Und zwar aktiviere verschiedene Bat-Signale außerhalb von Gotham City. So, das Ganze werden wir... Ich glaube, ich probiere es sogar echt solo. Oder? Ja, wenn der Bus blöd kommt... Ah, komm. Probieren wir es in Gruppenteile. Ist halt ein bisschen Glück, was den Bus betrifft. Weil wenn da irgendwo was schief geht, dann kriege ich es nicht in einer Runde. Aber wir versuchen es in einer Runde hinzukriegen, deshalb. Wie gesagt, wir müssen drei Signale finden. Die drei zeige ich euch schon mal, die ihr braucht. Die sind halt ziemlich nah beieinander, deshalb bietet sich das eigentlich an. So, dann seht ihr unten hier den Passive Code. Wie gesagt, alle 10 Abonnenten kommt eine Zahl unten hinzu. Und die Fragezeichen stehen immer nur für Zahlen. Also es gibt keine Buchstaben bei irgendeinem Passive Code. Immer nur Zahlen. Wenn du wissen willst, wie das genau funktioniert mit dem Gewinnspiel, wie gesagt, unten in der Videobeschreibung ist auch nochmal ein extra Video, wo ich mich einmal vorstelle und genau erkläre, wie das mit dem Code dann abläuft. Natürlich läuft die Zone genau falsch. Ach, das ist doch jetzt ärgerlich. Nee, die läuft mehr als falsch. Dann gehen wir nämlich gerade nochmal rein. Und ihr wisst ja, Ladebildschirmzeit ist Likezeit, Kommentierzeit und Abonnierzeit. So, wir starten gerade die Runde nochmal neu. Gucken, ob der nächste Bus dann besser fährt. So, direkt rein. Wie ihr seht, ich bin schon Battle Pass Stufe 94. Und wirklich, ich spiele privat wirklich kein Fortnite. Vielleicht, wenn wirklich mal ein, zwei Runden, das war's aber. Also ich mache wirklich nur die Aufgaben, ihr seht eigentlich, damit kommt man schon anscheinend bis Battle Pass 100 easy. Aber wir haben ja noch eine Woche, wo Wochenaufgaben kommen, dann hier das Event. Wenn ihr ein bisschen aktiv seid beim Battle Pass, ist Level 100 eigentlich überhaupt kein Ding. Was das Level an sich betrifft, da ist es schon wieder ein bisschen schwieriger und der Bus ist schon wieder auf der falschen Seite. Das kann doch jetzt nicht wahr sein, oder? Mann, weil wir müssen nämlich hier auf dem Berg, da auf dem Berg und Junk rein. Das gefällt mir überhaupt nicht. Weil bei den anderen, ich weiß, dass bei Retail noch eins ist. Bei Retail ist nämlich noch einer hier. Aber ich habe eigentlich gedacht, ich krieg vielleicht hin alle drei. Weißt du, bist hier schön im Dreieck. Denn das Problem ist, die werden ja alle da rumgeiern. Aber wir kriegen uns schon irgendwie hin. Würde ich sagen, zeige ich euch erst den bei Retail und probieren jetzt einfach was ganz Verrücktes. Ich meine, wir sind ein Gruppenkeil, da ist die Welt eh ein bisschen anders. So. Das war nämlich hier vorne. Hier ist das Ding nämlich. So, einmal zack. So, jetzt muss ich aber doch mal ein bisschen Munition. Wie ist die Zone? Ah, die Zone geht eigentlich. Wenn ich noch ein Hoverboard finden würde, ich weiß aber gar nicht, ob hier welche sind. Ich hole mir nur gerade mal irgendwas an Waffen mit. Zack. So ich mich ein bisschen wehren kann. Na, ich dachte, das wäre ein Hoverboard. Jetzt bin ich gerade im Überlegen. Das haben wir. Wie gesagt, eins haben wir jetzt schon. Jetzt habt ihr auch gesehen, wie sie aussehen. Sehen halt aus wie so stinknormale Scheinwerfer. So, und wie gesagt, einer ist hier auf dem Berg bei Pleasant Park. Einer ist in Junk Jackson mittendrin und einer ist hier oben. Aber wir versuchen trotzdem, das irgendwie hinzukriegen. Ich mal aus, wenn ich wüsste, wo die komischen Hoverboards immer sind. Aber ich kann mir das einfach nie merken. Ich weiß halt immer, dass ein Tilted einer ist und das war's. Und dann immer noch so vereinzelte Orte. So.
Bam, 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 bam. Selbst ein Roboter wird mir schon helfen. Aber ich versuche es trotzdem jetzt in dieser alten Runde hinzukriegen. Wir brauchen ja jetzt eigentlich schon nur noch zwei. Aber ein Glutlex soll, glaube ich, auch. Ach, da sind sie doch. Danke, lieber Gott. Und das Depot müsste eigentlich auch einer sein. Ich schätze mal, es ist halt so, dass die wirklich in jedem benannten Ort sind. Würde mich eigentlich wundern, wenn es nicht so ist. Bisschen die Augen aufhalten. Ja. So die Augen offen, dass man hier nichts sieht. Hier vermutlich ist er, wenn hinten auf dem Berg. Ah, Mann, ey. Ja, hier ist schon mal nichts. Ah, hier hätte ich nämlich gedacht. Aber dann machen wir das anders da. Gotham City ist definitiv einer. Aber ich meine, bei Ludleg war auch einer. Bin mir aber jetzt nicht sicher. Wir fahren jetzt einfach mal gucken. Mein Problem ist natürlich der Schaden, der jetzt kommt durch die Zone. Hier sehe ich jetzt keinen. Da auch nicht. Dann gehen wir jetzt. Mann. Hier dieser Schrotthaufen, ey, den können wir mal langsam wegräumen. So, weg jetzt hier. Also. So, ich weiß nicht, ist der da oben oder da oben? Sicher bin ich mir jetzt gerade nicht, aber wir haben eine. Ah, da oben ist schon einer. So, jetzt versuche ich den trotzdem noch bei Snobby zu kriegen. Ich meine, da oben drauf war's. Ah, ich glaube, er hat denselben Plan. Ich fliege ihm einfach mal hinterher. Eine Kiste. Ach, da ist es doch. Ach, ich bin so gut. So, jetzt habt ihr gesehen, in einer Runde machbar. Also, wie gesagt, bei Retail Row ist hier einer. Dann haben wir ja bei Pleasant Park da einen. Dann haben wir bei Snobby da einen. Bei Junk Jackson ist da einer. Aber wie gesagt, wenn ihr es hinkriegt, versucht halt dieses Dreieck, das ist eigentlich am simpelsten. Von daher. Guck mal, ich hab da den kleinen. So, in dem Sinne wünsche ich euch trotzdem noch viel Spaß mit den anderen Aufgaben. Ich versuche die anderen auch noch irgendwie hinzukriegen. Und vergesst nicht, gerne ein Abo da zu lassen. In dem Sinne, haut rein.